Hallo zu unserer 11. Webkonferenz mit dem Thema Der Wald in Sachsen, Zustand und Entwicklungspotenziale. Mein Name ist Nella Kruminski und ich gebe jetzt weiter an Andreas Poltrak, Geschäftsleiter des VEE Sachsen. Ja, vielen Dank, Nella, für die Anmoderation. Ich freue mich, dass wir uns wiedersehen. Vorgestellt wurde ich schon, vorgestellt haben wir uns schon. Für die, die das erste Mal dabei sind, es ist eine gemeinsame Veranstaltung der VEE Sachsen e.V., des Wasserkraftverbandes und des Bundesverbandes Windenergie, Landesverband Sachsen. Und bevor wir zum eigentlichen Thema kommen, kurz ein paar technische Hinweise. Sie sehen uns, wir können Sie leider nicht sehen bei dem Format. Aber wir wollen nicht desto trotz, dass das keine Einbahnstraße ist, dass wir miteinander kommunizieren können, dass ihr Fragen stellen könnt, Anmerkungen vielleicht auch schreiben könnt. Und dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wer über YouTube oder Facebook zuschaut und da einen Account hat und eingeloggt ist, der kann einfach einen Kommentar oder im Chat eine Nachricht hinterlassen. Das wird dann bei uns eingeblendet und wir können das dann weitergeben an Herrn Dr. Eisenhower. Und wer weder einen Account bei YouTube oder Facebook hat, oder zum Beispiel auf unserer Homepage sich das Ganze anschaut, findet unterhalb des Videostreams ein Formular. Wir setzen die Kommunikationsplattform Slido ein. Wer nicht auf unserer Homepage ist und mit uns kommunizieren möchte, kann auch das Handy nehmen. Die neueren Smartphones erkennen diesen QR-Code, der jetzt auf dem Bildschirm zu sehen ist, automatisch. Leiten Sie zu dem entsprechenden Formular weiter. Wer diese Möglichkeit nicht hat, kann auch gern auf die Webseite gehen, slido.com, wie es hier angegeben ist. Da gibt es oben eine kleine Zeile, da ist so ein Hashtag davor. Ich wollte eigentlich den Hashtag Wald verwenden, der war schon weg, deswegen habe ich den Hashtag Sachsenwald genommen und auch da landen Sie sozusagen auf dem Formularfeld, wo dann die Fragen oder die Anmerkungen zu dem Vortrag abgegeben werden können, bei uns landen und wir geben die dann moderiert weiter. Soweit von meiner Seite die technischen Hinweise und ich gebe zurück an Nina. Und ich möchte jetzt den Dr. Dirk Roger Eisenhower begrüßen vom Staatsbetrieb Sachsenforst und Leiter des Kompetenzzentrum Wald- und Forstwirtschaft und gebe sofort das Wort an Sie und freue mich auf Ihren Vortrag. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich auch, diese Möglichkeit heute zu haben und wollte den Vortrag auch digital besonders gut machen mit dem Ergebnis, dass jetzt vor einer Viertelstunde ich halt die ganze Geschichte falsch abgespeichert habe. Also ich mache es kurz. Inhaltlich passiert nicht allzu viel. Die Darstellung ist nicht so, wie ich es mir eigentlich gedacht hätte. Aber ich denke, wir können damit umgehen. Vielleicht kurz zu mir. Ich leite mehr oder weniger seit 25 Jahren das Kompetenzzentrum. Habe also die Waldbaustrategie in Sachsen mit meinen Kollegen, ich denke, wesentlich mitgeprägt. Ja, und ich gehöre noch zu den Unikaten, die diesen Beruf sozusagen von der Pike auf gelernt haben. Etwas abweichend von dem, was üblich ist, habe ich nicht in Deutschland, sondern in der Slowakei studiert, was eine entsprechend auch intensiveres Wissen zum Thema Naturwälder, Urwaldreste, Waldtypologie mit sich bringt. Ich denke, dieser Hintergrund ist in Bezug auf Dinge, die man tun kann oder auch solche, für die das Potenzial hier halt nicht ausreicht, durchaus nützlich. Mehr würde ich jetzt zu mir an der Stelle gar nicht sagen wollen und wir könnten mit dem Vortrag starten. Der Wald in Sachsen, Zustand und Entwicklungspotenziale. Sie werden ja über die Medien mitverfolgt haben, dass hier in den letzten Jahren einiges passiert ist. So, jetzt bräuchte ich die nächste Folie. Ich möchte zunächst auf eine Positionsbestimmung eingehen, weil ich denke, dass Klarheit in Inhalt und Begriffen einfach wichtig ist, damit wir uns verstehen, weil es in dem Fall wirklich nicht nur um, ich sage mal, Worte geht, sondern auch um Ansätze, die doch letztendlich auch für eine Potenzialbewertung entscheidend sind. Ich denke, wir sollten auch zur Kenntnis nehmen, dass Wald und in dem Kontext Forstwirtschaft und Waldbau sich im Anthropozän entwickeln. Das heißt, dass menschgemachte Umweltveränderungen deutlich naturgeprägte Prozesse bestimmen
und wir diese zwangsläufig gestalten müssen. Der Aspekt, dass wir in einer Phase, wo Risiken sich realisieren, leben und wir diese in das Verhältnis zur Ressource Wald in der Kulturlandschaft wohlbemerkt stellen müssen, ist, glaube ich, maßgeblich. Und genau dieser Aspekt hat seit Jahren die Entwicklung der Waldbaustrategie geprägt. Insofern möchte ich im Kontext dieser Waldbaustrategie auf Maßnahmen eingehen, die wir durchaus relativ früh zur Sicherung dieser Erfolgspotenziale getroffen haben. Und eine Frage, die Sie sicherlich bewegt und die dann in den Ausblick übergeht, wäre die, wie weiter in der bestehenden Störungsspirale. Diesen Begriff habe ich einfach mal ökologisch gewählt. Wir können auch sagen, wir leben in einer Kalamitätsspirale, die definitiv noch nicht zu Ende ist. So, dann können wir weitermachen. So, das ist nur die Zwischenüberschrift. Ich habe Ihnen das dann mal kurz illustriert. Ja, ich habe Ihnen hier einfach mal ganz kurz die Tannenbuchenwälder in den Ostkarpaten dargestellt. Sie sehen links diese sogenannte Optimalphase, man könnte sagen mit maximaler Zuwachsleistung und beginnender Strukturierung. Sieht ein Buchenwirtschaftswald durchaus ähnlich. Dann kommen wir in den Bereich der Zerfallsphase in Kombination mit Aufwuchs, sprich also Zerfall und Heranwachsen gehen ineinander über. Und ganz rechts habe ich Ihnen dann einfach mal etwas fortgeschrittene lokale Phasen des Aufwachsens dargestellt. Aus dem Ganzen entsteht ein Phasenmosaik, das relativ kleinflächig ist und was über lange Zeitspannen in einen Mosaikzyklus einmündet. Wenn Sie diese Bilder ein bisschen im Hinterkopf behalten, denke ich, sind die ganz gut, um auch alles Weitere in unterschiedlichem Maße kontrastieren zu können. Damit wären wir bei der nächsten Darstellung. Unser Ziel sind standortsgerechte Kulturwälder. Standortsgerecht, das betrifft zunächst die Einheit von Biotop, also Boden, Klima, Exposition etc., und Biozonose, sprich also der Waldlebensgemeinschaft. Die unterliegen in der Gegenwart einer entsprechenden Dynamik. Der Kulturbegriff ist mir an der Stelle besonders wichtig, weil im Gegensatz zu Natur- oder Urwäldern erwarten wir ja von diesen Wäldern bestimmte Funktionen, die sie in unterschiedlicher Ausprägung erfüllen sollen. Also insofern geht es dann hier in diesem Kulturbegriff auch um ein funktionales Gestalten. Und Sie können hier auch erkennen, dass wir uns aus bestimmten Initialphasen heraus, die nebenbei bemerkt, insbesondere den Staatswald prägen, dann uns allmählich über die Zeit in Richtung eines Fortschritts, der auf den Zielzustand gerichtet ist, bewegen. Diesen werden wir im Zusammenhang mit der Frage, in welchem Maße sich das Biotop, also die Umwelt ändert, auch entsprechend anpassen müssen. Das heißt, der ganze Prozess ist ausgesprochen dynamisch. Da können wir weitermachen. Im Gegensatz zu diesen natur- und standortgerechten Kulturwäldern prägen eben Forste den Waldzustand am Ende des 20. Jahrhunderts. Und mit diesen Situationen sind wir auch gegenwärtig noch entsprechend konfrontiert. Dazwischen gab es aber durchaus Perioden einer stärker ökologisch orientierten Forstwirtschaft. Hier muss man jedoch sagen, dass diese generell von kurzer Dauer waren. Also keine dieser Perioden kam über schätzungsweise 10 Jahre hinaus. Sie wurden von der Primat der Holzproduktion in Menge und Zeit abgelöst, bis hin zu einer baumarten- und technologischen Optimierung, die dann in den 1970 bis 85 etwa in die sogenannte Einführung industriemäßiger Produktionsmethoden in der Forstwirtschaft einmündete. Nach diesem letzteren Ansatz funktioniert im Grunde überwiegend auch Weltforstwirtschaft, insofern es um Plantagen geht. Eine stärker ökologische Orientierung können wir bereits etwa in der Mitte der 80er Jahre verzeichnen.
Dieser Prozess gewann auch damals durchaus an ressortpolitischer Bedeutung, weil es eben nicht mehr in Anführungsstrichen nur das Erzgebirge war, sondern weil sich dieser Prozess bis in die Tieflandsregion, wie er sei an die Dübenheide erinnert, hineinzog. Es traten in diesem Zusammenhang nicht nur kritische Aspekte zur Sicherung der Holzversorgung auf, sondern auch der drohende Einbruch von landschaftsökologischen Wirkungen. Das ist zum Beispiel ein Aspekt, der in hoher Intensität zur Walderneuerung nach den Emissionsschäden mit sogenannten Interims, also in erster Linie fremdländischen Baumarten, Murray-Kiefer, Stechfichte, zum Teil auch Lärche als nicht unbedingt fremdländische Art geführt hat. Hier ging es in erster Linie darum, um Waldwirkung an sich zu sichern, sprich also Wald im landschaftsökologischen Kontext zu erhalten und gleichzeitig aber auch eine Chance für die Zukunft, Bindestrich am Ende der Braunkohle für neues Gestalten zu haben. Mit Beginn des 21. Jahrhunderts kann man für Sachsen sagen, wurde ein programmatischer Waldumbau entwickelt, der langfristig kontinuierlich eine hohe, aber durchaus auch differenzierte Intensität aufwies und sich wesentlich an den Prinzipien eines ökologisch orientierten Waldbaus ausrichtete. Ich benutze hier auch bewusst den Begriff ökologisch orientiert und nicht naturnah oder naturgemäß, weil naturgemäß, naturnah in abgeschwächter Form schließen an sich Wirtschaften aus, weil Wirtschaften ist nun mal zumindest in weiten Teilen an auch Stoffentzüge gebunden. Sprich also, wir haben hier einen begrifflichen Anachronismus, der, denke ich, auch den gegenwärtigen stark anthropogen überprägten Entwicklungen nicht gerecht wird. Damit wären wir bei der Steigerungsform der Forste, und das sind Plantagen, die, wie gesagt, globale Forstwirtschaft und Holzversorgung, insbesondere in der südlichen Hemisphäre, bei weitem dominieren, in Kombination mit einer explorativen Nutzung von Wäldern. Das sind also die Aspekte, die uns klar sein müssen, woher unser Holzbedarf gesichert wird, wenn wir hierfür nicht vorrangig auch regionale Quellen nutzen. Andererseits sollte man auch Plantagen durchaus als ein Landschaftselement betrachten, was zur Funktionalität der Kulturlandschaft beitragen kann und auch zur Holzproduktion sowohl für die stoffliche als auch die energetische Nutzung beiträgt und in funktionaler Vernetzung mit Agroforstsystemen, Hecken, Windschutzschreifen wesentlich auch zur Erhöhung der Funktionalität der Kulturlandschaft. Und hier denke ich besonders an die strukturarmen Agrarlandschaften entsprechend mit beitragen kann. Diese Effekte werden unter dem Einfluss des Klimawandels in Kombination mit Häufung von Extremereignissen noch einmal deutlich verstärkt. Dann können wir wieder weitermachen. Als kurzes Zwischenfazit glaube ich, postulieren zu können, dass Forstwirtschaft und Waldbau in jedem Fall Ausdruck und Umsetzung von sich ändernden gesellschaftlichen Anforderungen und Zielsystemen sind. Es gibt also weder Forstwirtschaft noch Waldbau an sich. Und auch durchaus persönlich betrachte ich die Kunst der Waldbewirtschaftung unter anderem darin, Kontinuität bei wechselnden gesellschaftlichen Anforderungen gerichtet auf strategische Erfolgspotenziale zu erreichen. Das betrifft die Rohstoffversorgung, das betrifft aber auch ausgesprochen und tendenziell zunehmend relevante Waldwirkung auf die Funktionalität der Kulturlandschaft, wie Abflussregulation, wie Bodenschutz, wie Grund- und Quellwasserneubildung und natürlich auch die Sicherung von Lebensraumvielfalt. Insgesamt geht es also um eine ökologisch orientierte, multifunktionale, integrative Waldbewirtschaftung mit durchaus partieller Segregation. Dafür wäre zum Beispiel eine Plantage durchaus ein Beispiel. Dafür wären aber auch Schutzgebiete mit dem Vorrang von Naturschutz auch Beispiele. Dann können wir wieder weitermachen. Ja,
Hier nur als kurze Zwischenüberschrift halte ich es wirklich nochmal für wichtig zu sagen, dass der von Crutzen formulierte Begriff des Anthropozäns, ich denke auch für Überlegungen wesentlich ist, die die Waldbewirtschaftung betreffen. Es geht also um ein Zeitalter und in dem befinden wir uns schon seit mehreren hundert Jahren. Total etabliert hat es sich mit dem enormen Anstieg der CO2-Emissionen und dem damit eingeleiteten Klimawandel, in dem der Mensch zum wichtigsten Einflussfaktor auf biologische, geologische, atmosphärische Prozesse geworden ist. In der Konsequenz müssen wir diese Prozesse dann auch letztendlich zu unseren eigenen Gunsten gestalten. Und an der Stelle darf ich einfach mal Töpfer, also den ehemaligen Bundesminister, zitieren, der bei einer Tagung in Berlin zu einem seiner letzten Vorträge mal gesagt hat, in dem eben genannten Kontext leben wir in einer Ära des verantwortungsbewussten Geoengineerings. Auf nichts anderes läuft es in weiten Teilen hinaus. Dann können wir wieder weitermachen. Diese Prozesse kann man am Beispiel der Klimaveränderung in Sachsen in ihren Wirkungen auf die Waldökosysteme recht gut darstellen. Sie sehen oben bezogen auf die Klimanormalperiode 1971 bis 2000 die Verteilung der Waldgesellschaften, wo im Kammbereich des Erzgebirges noch Fichtenwaldgesellschaften dominieren. Diese werden dann von Tannenbuchen- und Buchenwaldgesellschaften abgelöst und gehen über die Eichenstufe dann in diesen Kiefernbereich über. Die Wirkungen sind hier nochmal entsprechend dargestellt. Die Frage, die an sich keine Frage mehr ist, deswegen das doppelte Fragezeichen, unsere ersten Überlegungen auch um in Bezug auf unsere Waldbewirtschaftungsplanung einen gewissen zeitlichen Vorlauf zu haben in Bezug auf Standortsveränderungen, aber gleichzeitig die gegenwärtigen realen Prozesse noch im Auge zu haben, war dieses B1-Szenario. Wir bewegen uns gegenwärtig deutlich in Richtung des A2, also des Extremszenarios. Und Sie sehen auch, dass hier die Klimaveränderung allein an den Farbtönen dramatisch ist, was natürlich auch in eine Verschiebung der Baumartenareale und der Areale von Waldleitgesellschaften einmündet. Das heißt, wenn die Fichte verschwindet weitgehend aus der Standortsregion Mittelgebirge, wird adäquat durch eine zunehmende Vitalität, insbesondere der Weißtanne, aber auch der Buche abgelöst. Die Eichenwaldgesellschaften dringen aus dem Hügelland deutlich in den Mittelgebirgsbereich vor und weite Teile des Tieflands werden von Kiefernwaldgesellschaften natürlich unter entsprechender Beteiligung von weiteren Mischbaumarten, in der Regel Laubbaumarten, begleitet. Und in bestimmten Bereichen, das sehen wir hier in der im Übergang der Dübner Heide zum mitteldeutschen Trockengebiet entstehen auch Waldgesellschaftsausprägungen, die wir heute noch nicht kennen, weil das Nachdenken über alle möglichen Eichenarten auch aus dem südöstlichen Europa hat meiner Meinung nach einen gewissen Mangel an kritischer Würdigung. Wenn man sich anschaut, wo zum Beispiel die ungarische Eiche, die gelbe Eiche, auf welchen Standorten diese vorkommen, handelt es sich durchweg um schwere Böden mit einer ausgesprochen guten Basenversorgung, die zum Beispiel in Bezug auf Trockenresistenz entsprechend positive Effekte hat, wie diese Baumarten zum Beispiel hier in einer Region, die durch Grobsande unter anderem geprägt ist, reagieren, sei mal dahingestellt. Also hier besteht experimenteller Bedarf. Gut, Sie sehen im A2, dass sich diese kritischen Situationen sozusagen über die gesamte Tieflandsregion erstrecken. Und das bedeutet natürlich auch, dass es sich um eine enorme Herausforderung mit offenen Gestaltungsfragen handelt. An der Stelle können wir wieder weitermachen. Ja, als Zwischenfazit würde ich noch einmal betonen wollen, dass Waldumbau in einem unscharfen Möglichkeitsraum erfolgt. Das heißt, bestimmte Entwicklungen sind nicht prognostizierbar. Wir reden ja schon von Klimaprojektion und nicht von Klimaprognose.
Prognosen. Auf erstere baut dann die Regionalisierung auf. Definitiv nicht vorhersehen können wir biozoonotische Interaktionen, weil zum Beispiel auch infolge der Globalisierung Organismen eingeschleppt werden, die Systeme noch auf ganz andere Art und Weise in Bewegung bringen können. Wir müssen von einem andauernden Anpassungsprozess im Sinne des Waldumbaus ausgehen. Das heißt, diese Entwicklung wird erst dann abgeschlossen sein, wenn von einer Konsolidierung der Umweltbedingungen im Sinne von Quasi-Stabilität ausgegangen werden kann. Wir müssen die gegenwärtige Periode system- und prozessorientiert gestalten. Und wie gesagt, ein unscharfer Möglichkeitsraum erfordert auch offene Handlungsmöglichkeiten. Das muss man, denke ich, auch dann berücksichtigen, wenn wir über eine Intensivierung, eine Beschleunigung des Waldumbaus reden, mal davon abgesehen, in welchem Maße das praktisch funktionieren kann oder eben nicht funktionieren kann. Insofern bieten zum Beispiel Pionierwaldstadien durchaus mit dem Fokus auf die nächsten Jahrzehnte solche offenen Handlungsmöglichkeiten, ohne letztendlich die Waldeigenschaft an sich in Frage zu stellen. Wir müssen für die Klimareferenzperiode 2011 bis 2020, liegt also jetzt vom LFULG neu gerechnet vor, sind wir gerade dabei, auch Arealveränderungen zu modellieren. Diese sind wahrscheinlich, da im Gegensatz zu der vorhergehenden Periode von 1990 bis 2010, eben zum Beispiel Extremjahre nicht mit berücksichtigt sind. Also in diese neue Klimareferenzperiode fallen zum Beispiel alle warm-trockenen Witterungsverläufe der letzten Jahre eben mit hinein. Also wir rechnen hier mit entsprechenden Auswirkungen, die auch zur Anpassung unserer Zielsysteme führen können. Ja, dann können wir wieder weitermachen. In diesem Kontext ist mir aber auch wichtig, Waldumbau wird insbesondere in der medialen Welt, auch in der politischen Wahrnehmung, sehr oft mit Kunstfeuerung, sprich mit Pflanzen und Seen gleichgesetzt. Und rein auf die Veränderung der Baumartenzusammensetzung eben durch diese Kunstfeuerung fokussiert. Wichtig ist in diesem Kontext aber, dass Waldumbau eben mehr ist, nämlich die Gesamtheit aller Maßnahmen, die von einem gegebenen Ausgangszustand zu einem Zielzustand führt. Und da gehört die Veränderung der Baumartenzusammensetzung durch Saat, durch Pflanzung, aber auch durch Naturverjüngung, auch durch spontane Ausbreitung, zum Beispiel der Einwanderung von Eiche oder Buche in Kiefer- bzw. Fichtenforsten genauso mit dazu. Und eine ganz wesentliche Komponente ist die Veränderung der Waldstruktur vom mehr oder weniger homogenen, gleichaltrigen, einschichtigen Reihenbestand zu einer dem Standort entsprechenden Alters- und Raumstruktur. Der letztere Aspekt ist ganz maßgeblich für die Steuerung der Ressourcenverfügbarkeit, insbesondere auch für den Wasserhaushalt von Wäldern. Und eine Entwicklungstendenz in Richtung warm-trocken erfordert einen fließenden Übergang. Wohlbemerkt fließenden Übergang. Mit Hauruck ist da nicht allzu viel zu wollen, beziehungsweise das kann sehr viel Schaden machen. Vom einschichtigen Bestand in einen ausgesprochen vielschichtigen Wald, wobei aber die einzelne Schicht relativ locker aufgebaut ist, sodass wir hier zu einer günstigen Synthese aus Bestandesinnenklima und Wasserverfügbarkeit kommen, sprich also die Anreicherung des Wassers auch im Boden, damit eben dieser Wald auch das entsprechend nutzen kann. An der Stelle können wir wieder weitermachen. Ja, woher kommen wir? Ich hatte schon mehrfach die Forste erwähnt und unser Weg geht eben zu standortsgerechten Kulturwäldern. Sie sehen, ich rede hier von der oberen Bestandesschicht, dass die Fichte nach wie vor dominiert, die Kiefer auch im Tiefland. Ja, damit sind wir im Mittelgebirge irgendwo bei 80-85% Fichte. Das Gleiche würde im Tiefland für die Kiefer gelten. In der oberen Bestandesschicht ist der Anteil anderer Baumarten noch relativ gering. Das wird sich natürlich etwas sarkastisch gesagt
kalamitätsbedingt ändern, weil dann diese zweite Schicht eben den Oberstand bildet, insofern sie vorhanden ist. Wie sieht unser Zielsystem aus? Da sehen Sie, dass Buchen- und Eichenwälder weit dominieren werden. Die Fichte bleibt mehr oder weniger auf die Hoch- und Kammlagen der Mittelgebirge, also insbesondere des Erzgebirges, beschränkt. Und insofern ist grundlegend von einer Veränderung der Baumartenzusammensetzung auszugehen. Wir hatten einmal durchkalkuliert, wenn wir mit dem bisherigen Prozess in etwa so weitermachen wie bisher, würde die folgende Waldgeneration mit einiger Wahrscheinlichkeit zu 50% aus Nadelbaumarten und zu 50% aus Laubbaumarten bestehen. Aber wie gesagt, das sind letztendlich nur grobe Abschätzungen, die durch Umweltveränderungen auch entsprechend modifiziert werden können. Wichtig ist noch, dass diese Zielzustände als dynamisch aufzufassen sind, weil sie zum einen den schon mehrfach erwähnten Umweltveränderungen unterliegen, es also zu Anpassungen in Struktur- und Baumartenzusammensetzung kommen kann. Und natürlich können sich auch gesellschaftliche Anforderungen, wie eingangs bereits erwähnt, ändern, die dann auch eine gewisse Modifikation erfordern könnten. Gut, dann können wir weitermachen. Betrachtet auf der Karte sieht das in etwa dann so aus. Grau ist wiederum die Fichte. Sie sehen, dass diese in den Hoch- und Kammlagen des Erzgebirges nach wie vor eine Rolle spielt. Weiter östlich im Bereich der Oberlausitz allerdings schon nicht mehr. Die mittleren Berglagen werden durch Tannen und Tannenbuchen und Buchenwälder geprägt werden. Im Bereich des Lösshügellands ist von einer hohen Stetigkeit der Eichenwaldgesellschaften auszugehen, die sich dann aber, wie bereits erwähnt, in den Mittelgebirgsbereich hinein zunehmend ausbreiten. Und im Tiefland werden wir hier in dem stärker kontinental getönten Bereich eine Dominanz von Kiefernwaldgesellschaften, also Zielzustände wären das Kiefer, Eiche, Eiche, Kiefer, wobei die Dominanz der Kiefer entsprechend überwiegend gegeben sein wird. Und hier in dem Bereich der Lübener Heide haben wir auch eher dann noch eine Tendenz zu, ich sage einfach mal, kiefernreichen Eichenwäldern. Das einfach als Groborientierung. Gut, dann können wir weitermachen. In diesem Prozess ist es wichtig, Vorposten zu schaffen. Und die Bedeutung habe ich einfach mal anhand der Entwicklung der Vitalität der Eiche dargestellt. Und Sie sehen, dass die Eiche hier durchaus weit in die Mittelgebirgsregion hinein zunimmt. Und wichtig ist, dass wir in Situationen, die sich für einen Eichenanbau anbieten, also in dem Moment, wenn wir hier auf überschaubaren Flächen, also sprich eher kleiner Flächen Störungen, ein halber Hektar, ein Hektar, um mal konkrete Größenordnungen zu nennen, die gegebenenfalls auch noch eine gewisse südliche Exposition haben, könnten das eben dann für den Anbau der Eiche solche Vorposten sein. Ich habe in diesem Zusammenhang bereits auch Mittelgebirgsherkünfte aus der Slowakischen Republik, die eine entsprechend auch hohe Qualität aufweisen und als sehr auch, ich sag mal, als Ökotypen bekannt sind, die neben einem hohen Leistungspotenzial auch entsprechende Qualität aufweisen und die eben, wie gesagt, eine gewisse Adaptation an warm-trockene Vegetationsperioden genauso haben, dass wir solche Ansätze hier entsprechend schaffen werden. Dann können wir wieder weitermachen. Wichtig ist zu erwähnen, dass die Prädisposition, also die Anfälligkeit gegenüber waldauflösenden, also destruktiv wirkenden, im Gegensatz zu strukturierend wirkenden exogenen und endogenen Faktoren, die exogenen wären extreme Witterungsverläufe, endogen wäre systemimmanent eben zum Beispiel der Buchdrucker zu benennen, dass diese Faktoren im Zusammenhang mit einer Risikorealisierung durchaus eine Herausforderung in der Gestaltung der Ressource Wald in der Kulturlandschaft sind. Dazu würde ich jetzt einfach mal einige Ausführungen machen. Wenn wir uns die Entwicklung des Holzvorrates betrachten,
dann müssen wir davon ausgehen, dass zumindest bei der letzten Landeswaldinventur, die im Zuge der Kohlenstoffstudie der Bundesregierung durchgeführt worden war, wir die höchsten Holzvorräte hatten seit der ersten Taxation in Sachsen, also 1844. Sie sehen diese Entwicklung hier, wie sie im Grunde genommen steil bergauf geht. Diese Entwicklung wird vor allen Dingen von der Fichte dominiert, zum Teil auch von der Kiefer, aber weitaus weniger ausgeprägt. Wir haben hier diese Leiste bis 2012. Also bei der Landeswaldinventur lagen wir bereits im Bereich der 350 Kubikmeter auf dem Hektar. Das ist enorm. Wenn ich einfach mal erwähnen darf, wie bestimmte Zielvorstellungen für die Waldentwicklung in den 80er Jahren war. Da sprach man von Zielvorräten, Tiefland, Hügelland im Osten Deutschlands von rund, ich glaube, es waren 190 Kubikmeter auf den Hektar. Wichtig ist, dass wir es hier mit einem Risikoaufbau zu tun haben, insbesondere etwa ab Ende der 1990er Jahre, der gleichzeitig mit einer zunehmenden Eintrittswahrscheinlichkeit dieses Risikos verbunden ist. Essentiell ist dafür, dass wir im Zusammenhang mit der Höhe des Holzvorrates eben auch die Vorratsstruktur betrachten müssen. Und das machen wir auf der nächsten Folie. So, dieser Vergleich 1927 ist durchaus interessant. Sie sehen hier, dass die höheren Altersklassen, wir reden jetzt einfach nur mal von der Fichte, weil die das Geschäft in weiten Teilen dominiert, kaum vertreten sind. Das heißt, die Entwicklung endet im Bereich der 80- bis 100-jährigen Bestände. Hier können Sie grob vollziehen, dass sich diese Struktur immer weiter in die höheren Bestände hinein verschoben hat, was oft auch medial, ich sag mal, als entsprechender Erfolg dargestellt wurde. Wenn wir die Angelegenheit hier vergleichen, ich komme noch mal drauf, heißt das hier nichts weiter. Es gab keine Fichtenbestände, die in der Kulminationsphase der Anfälligkeit gegenüber Buchdrucker und Sturm waren. Letztendlich spielten Sturmschäden in der Phase kaum eine Rolle, eher die großen Buchdruckerkalamitäten, die ja eher dimensionsorientiert sind. Der Sturm wirkt eher höhenorientiert, also was die Baumhöhen der Fichten angeht. So, wenn man das auf dieses Diagramm bezieht, bedeutet das natürlich auch, dass diese Fichte in ein Jetzt taucht zunehmend die Frage auf, und hier wird uns die Bundeswaldinventur 4, die Datenerfassung läuft gegenwärtig, denke ich, zum Teil ernüchternde Hinweise bringen. Und es ist damit zu rechnen, dass dieser, ich nenne es einfach mal, Vorratsabbau durch Kalamitäten auch in Richtung der Bundeswaldinventur 5 weiter erhärtet werden wird. Also diese Verschiebung der Altersstruktur im gleichaltrigen Reihenbestand, daran ändern auch Initialstadien des Waldumbaus nichts, bedingt eine hohe Anfälligkeit gegenüber den erwähnten destruktiv wirkenden endogenen wie exogenen Faktoren, und zwar auf großer Fläche. Gut, dann können wir weitermachen. Ja, wenn wir hier diese Problematik nochmal auf den Vorrat beziehen, hier rede ich jetzt nur von der Landeswaldinventur 2017. Der Mengentrend würde über den Körperschafts- und Privatwald nochmal entsprechend erhöht werden. Die Prozesse sind die gleichen. Dann haben wir in dem Bereich der Fichtenbestände über 80 Jahre rund 20 Millionen Kubikmeter Holz stehen. Das sind 48% des Vorratsanteils der Fichte. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass die Fichte bereits im Alter von 60 Jahren ein hohes Anfälligkeitspotenzial gegenüber Buchdrucker aufweist, heißt das also auch, dass sich diese Bestände mit einer hohen Kontinuität und relativ rasch in die Phase einer hohen Anfälligkeit hinein entwickeln. Sprich, mit dem Wachstum der Fichte aus dieser gegebenen Altersstruktur heraus ist ein weiterer Risikoaufbau verbunden.
Gleichzeitig bedeutet das, wir reden hier in dem Bereich von Hektarvorräten um die 500 Kubikmeter. Und das bedeutet natürlich auch eine eingeschränkte Strukturdynamik. Also bei 500 Kubikmetern auf dem Hektar entwickelt sich keine vertikale Waldstruktur. Das, was da drunter steht, das hockt und wartet auf eine Konkurrenzauflockerung. Dann können wir weitermachen. Um diese Problematik noch einmal zu erhärten, habe ich Ihnen einfach die Anfälligkeit von Fichtenbeständen vom Oberhöhenzuwachs einfach dargestellt. Ja, so, und da sehen wir hier, dass im Grunde ab 80 Jahre, das, was ich Ihnen gesagt habe, die Anfälligkeit der Fichte zunimmt. 80 Jahre ist physikalische Zeit. Die biologische Modifikation stellt letztendlich das unterschiedliche Fichtenwachstum in Abhängigkeit von den Standortverhältnissen dar. Das äußert sich in diesen sogenannten DGZ-Bonitäten. Das heißt, das ist der durchschnittliche Gesamtzuwachs in 100 Jahren, wo wir einmal diese 8 haben und andere die 11 Kubikmeter pro Jahr und Hektar. Und hier ist erwähnenswert, das würde hier typisch sein, für natürliche Fichtenwälder oder für diesen Standortsbereich besser gesagt, dass er für Fichtenbestände auf Standorten, die einer Arealerweiterung von Fichtenwäldern entsprechen. Diese Differenzierung hat sich in den letzten Jahren völlig aufgelöst. Das heißt, auch die Nivellierung dieser standortlichen Unterschiede führt noch einmal zu einer Anfälligkeitssteigerung auf größerer Fläche, weil sie eben in dieser Art nicht mehr existiert. Dann können wir weitermachen. So, das habe ich Ihnen einfach mal sehr schematisch hier dargestellt. Das sind hier noch die über 100-jährigen Fichtenbestände. Die wachsen noch so, ich sage mal in Anführungsstrichen, wie es dieser zuvor dargestellten standortlichen Differenzierung entsprechen würde. Das ist sozusagen Historie. Die gegenwärtige Entwicklung, wo unter anderem auch die Klimaerwärmung in der Standortsregion Mittelgebirge, wo aber auch durchaus Effekte der Bodenschutzkalkung, Freisetzung von Nährstoffvorräten etc. zum Tragen kommen, findet hier in diesem Bereich überhaupt nichts mehr statt, sondern alles, was hier kommt, wächst sozusagen im Bereich dieses durchschnittlichen Gesamtzuwachses pro Jahr und Hektar von 13 Kubikmetern. Das ist, glaube ich, nochmal ein wesentlicher Aspekt, der auch bei der Waldbewirtschaftung im Sinne von Risikopufferung berücksichtigt werden muss. Danke, wir können weitermachen. Ein etwas weiter hergeholtes Beispiel habe ich Ihnen hier mal aus dem Bereich von natürlichen Fichtenwäldern, also Ebereschenfichtenwälder im Höhenlagen von 1500 bis 1700 Metern mitgebracht. Das stammt aus der Niederen Tatra aus dem Jahr 2008, wo dort sich Entwicklungen abgezeichnet haben, vor denen wir hier möglicherweise noch stehen. Und im Wirkungsgefüge aus dem Klimawandel, einer homogenen trophischen Valenz, also eines homogenen Nahrungsangebotes, zum Beispiel für Buchdrucker, auslösende Witterungsverläufe, letztendlich auch eingeschränkte Waldschutzkontrollen unter Wildnisaspekten. Wir haben hier in diesen Bereichen zu wirklich großflächigen Systemeinbrüchen geführt. Großflächig heißt auf naturräumlicher Skala mit entsprechenden Wirkungen. Damit Sie ein Gefühl für die Höhenlage bekommen, hier oben die, an diesen Flecken, da schließt schon die Krummholzzone an. Ja, so, und ich zeige Ihnen das nur deswegen, dass hier drin ein sehr klarer Indikator zu sehen ist, dass zum Beispiel auch die höheren Lagen des Erzgebirges auf dem Kamm spielen bekanntermaßen Fichte Emissionsschaden bedingt nicht mehr die Rolle. Wir sind vor einer derartigen Entwicklung nicht gefeit und sie ist nur durch eine ausgesprochene intensive Waldschutzkontrolle mit entsprechenden Sanierungsmaßnahmen in großer Fläche letztendlich kontrollierbar. Das ist wiederum auch eine enorme Herausforderung im Sinne von Ressourcenverfügbarkeit, Arbeitskapazitäten, Technikkapazitäten und so weiter und so fort. Gut, an der Stelle können wir wieder weitermachen. Wenn wir uns das mal transformiert auf die Fläche anschauen, also alles, was hier Ocker und Rot ist,
sind also wiederum mit Bezug auf die Fichte hochanfällige und anfällige Bestände. Diese Analysen haben wir in den Jahren 2006 bis 2013 gemeinsam mit der Universität für Bodenkultur in Wien durchgeführt. Und hieraus ergibt sich dieses Schadensmuster. Ich denke, diese Situation verdeutlicht sehr klar, vor welcher Situation im Sinne von kritischen Entwicklungspotenzialen wir stehen. Das bedeutet, wenn man mal von dem Thema Holz absieht, in Anführungsstrichen, dass es hier nicht nur um eine Situation, die sich in die Zukunft hinein entwickelt, geht, die zu einer wirklich grundlegenden Veränderung der Rohstoffverfügbarkeit im Niveau und in Struktur geht, sondern dass wir es durchaus auch mit einer Entwicklung zu tun haben, in der die Funktionalität der sächsischen Kulturlandschaft in Frage steht. Dann können wir wieder weitermachen. Entschuldigung, was die Kiefer angeht, wir können auf der Folie hier bleiben. Ist es so, dass es uns bisher aus Arbeitskapazitätsgründen nicht gelungen ist, eine vergleichende Prädispositionsabschätzung durchzuführen. Gegenwärtige Entwicklungen zeigen aber eine durchaus ähnliche Entwicklung, die sich mit hoher Intensität zunächst auf Grob- bis Mittelsanden vollzogen hat, sich aber auch zunehmend in die anlehmigen Sande beziehungsweise in die schweren Böden, also sprich die Pseudogleistandorte in der Lesüge-Landsregion hinein entwickelt. Also die Problematik der Kiefer ist keinesfalls entspannter zu sehen als die der Fichte. An der Stelle sind wir bei der Situation. Prognosen, Expertensysteme sind ganz gut und schön. Was ist denn nun mit der Realität? Und hier sehen Sie sozusagen die Risikorealisierung im Verhältnis zum Vorratsaufbau. Das ist die graue Kurve hier. Ja, und Sie sehen auch, dass in diesen Anstieg hinein sich aus den zuvor dargestellten Gründen diese Kalamitätsspirale, in der wir jetzt sind, im Grunde seit Beginn der 2000er Jahre hinein entwickelt hat. Bis hierher war es relativ friedlich und hier ist aber mit diesem Peak, das war Kyrill unter anderem, und dann mit der Abfolge von Schäden, in der wir jetzt sind, die eben dargestellte Entwicklung zu verzeichnen. Und ich denke, es ist wichtig festzustellen, dass wir damit noch lange nicht am Ende sind. Dann können wir wieder weitermachen. Letztendlich handelt es sich bei dieser Frage und wie wir mit dieser Entwicklung umgehen, auch wie wir mit den Kalamitätsflächen umgehen, um eine Frage von Ressourcenökonomie. Wenn wir in die Gegenwart hineinzoomen, dann sehen Sie, dass wir als Referenz mal die Jahre 2015, 16, 17, hier zum Beispiel bei unseren Nachbarn in der Tschechischen Republik schon der Anstieg der Dem gleich stattgefunden. Bei uns blieb es etwas länger. Ich sag mal, ruhig, hängt wahrscheinlich mit der stärker kontinentalen Klimaprägung jenseits des Erzgebirges zusammen. Haben wir im Gesamtwald rund in den Jahren 18, 19, 3,5 Millionen Kubikmeter Schadholz gehabt. Da sind wir also insgesamt schon bei rund 7. Die Entwicklung 2020 verlief etwas moderater, in Anführungsstrichen, da waren es nur 2,7 Millionen etwa. Na gut, und wie 2021 wird, das werden wir sehen. Es sieht nur sehr bedingt nach einer Entspannung aus. Meiner Meinung nach ist diese Entwicklung auch pflanzenphysiologisch zu erklären, weil trotz des an sich günstigen Witterungsverlaufes schafft es die Fichte nach der Phase, die Kiefer auch nicht, Eiche und Buche auch nicht, innerhalb relativ kurzer Zeit wieder ein Niveau an Reservestoffen aufzubauen, durch das dann auch unter pflanzenphysiologischen Gesichtspunkten wieder eine wirklich höhere Vitalität in Kombination mit entsprechenden Abwehrkräften erreicht werden kann. Also dieser Zoom ist nochmal ein Blick in die zuvor dargestellte, meines Erachtens dramatische Entwicklung. Dann können wir wieder weitermachen. Daraus ergibt sich die Frage, mit welchen Flächen haben wir es zu tun? Wir haben das auf der Basis von Sentinel-2 gemacht, weil Schadensfläche heißt,
Hier fanden Störungen statt, sprich es sind Bäume abgestorben, aber es gibt noch Bäume auf der Fläche oder aber es gibt eine inzwischen über Sentinel erfasste mehr oder weniger dichte Verjüngungsschicht. Die Verfahrenskritik hier besteht darin, dass sie über die Sentinel-Daten, also sprich die Satellitendaten, eben frühe Verjüngungsstadien nicht erfasst bekommen. Sondern hier braucht es eine bestimmte Dichte, durch die das Lichtspektrum entsprechend reflektiert wird. Ansonsten geht die Fläche also damit als Freifläche durch. Also wir haben ja auch eine entsprechende Fehlerdiskussion betrieben, wobei, um die Gesamttendenz hinreichend genau abzubilden, passt das. Und auf reichlich 7.500 Hektar oder knapp 7.500 Hektar haben wir Freiflächen ausgewiesen. Die Entwicklung vom Oktober 2017 bis in September 2020 sehen Sie hier. Also der Anstieg ist durchaus auch extrem, auch in Bezug auf die Waldschadensfläche. Als Folge ergibt sich dann die Frage nach der Struktur der Störung. Die hätte ich auf der nächsten Folie. Zunächst mal in Bezug auf die naturräumliche Verteilung. Und hier sehen Sie zunächst mal, dass sozusagen die gesamte Waldfläche Sachsens betroffen ist. Das ist insofern relevant, als dass auch von diesen, ich sag mal, feiner gestreuten Situationen natürlich auch eine Schadensausbreitung erwartet werden kann, weil wir nach den Sturmereignissen eben in einer Phase sind, wo insbesondere Borkenkäferarten die weitere Entwicklung bestimmen. Und alles, was hier im Sinne von Waldschadensfläche so lila durchleuchtet, sind im Grunde genommen potenzielle Ausbreitungsherde. Das zeigt letztendlich auch nochmal die Dynamik, die aus dieser Situation heraus entstehen kann. Daraus ergeben sich dann wiederum bestimmte Schwerpunkte. Hier leuchtet der Nationalpark. Ja, die Oberlausitz kommt hier nicht ganz so deutlich raus, ist aber durchaus in eine sehr kritische Kategorie einzuordnen. Ja, das hängt ja ein bisschen mit dem Walddecker zusammen. Dann haben wir die Situation hier in den Forstbezirken Taura, also im Bereich der Dübener Heide. Und hier haben wir in den letzten Jahren einen starken Ausbreitungstrend hierüber zu verzeichnen. Genauso haben wir kritische Situationen hier im Bereich des westlichen Erzgebirges und des Vogtlandes. Gut, dann können wir wieder weitermachen. Ein weiterer Aspekt ist die Flächengröße. Hier zunächst noch einmal nach der Anzahl. Und das, was ich Ihnen gesagt habe, zeigt an sich eins, dass wir rein in der Zahl relativ wenig wirklich große Schadflächen haben, also über 5 Hektar. Der Schwerpunkt an sich im Bereich dieser eher kleinflächigen Störungen liegt. Und darin liegt die Krux genau von dem, was ich Ihnen vorher anhand der Karte dargestellt habe, dass von diesem Potenzial natürlich eine enorme auch Ausbreitungsdynamik entstehen kann. So, wenn wir uns die nächste Folie anschauen, untersetzt sie nochmal das, dass wenn man jetzt natürlich rein die Flächenverteilung nimmt, dann machen natürlich erwartungsgemäß die größeren Schadflächen gegenüber den kleinflächigen Störungen sozusagen das Rennen. Ja? Im Grunde genommen heißt das, unter landschaftsökologischen und auch forstwirtschaftlichen Fokus haben wir einen überschaubaren Arbeitsschwerpunkt, der natürlich regional, Stichwort Oberlausitz, Stichwort Les Hügeland, durchaus dramatisch sein kann, wo es um, ich sag mal, großflächige Wiederaufforstungen geht. Was den Staatswald angeht, ist diese Situation an sich eine Folge, dass eine Verjüngung unter Fichtenschirm auf Pseudogelei de facto nicht möglich ist. Ja, weil die Fichte steht in der zweiten Generation mehr oder weniger auf dem Oberboden. In dem Moment, wo sie dort auflichten und kleinflächige Verjüngungsstrukturen schaffen, fällt ihnen die ganze Geschichte entweder um oder durch entsprechenden auch Wasserstress unter den gegebenen klimatischen Bedingungen in Kombination mit dem Standort schaffen sie Befallsherde für Borkenkäfer. Also insofern war in dieser Gebietskulisse Les Hügeland auf Pseudogelei das Regelverfahren, die Fichte relativ dicht hochwachsen zu lassen,
um Fichtenverjüngung auch mit zu verhindern, um die Fichte kollektiv stabil zu behalten und dann eine Umwandlung im Gegensatz zum Umbau durchzuführen. Das heißt also, die Fichte kahl zu schlagen und dann auf der Freifläche in Kombination mit Sukzessionsstadien die Zielwaldgeneration zu begründen. Daraus erklärt sich, warum wir eben in Los Hügelland diese Situation haben, dass wir nicht entsprechende Verjüngungsvorräte aufgebaut haben. Gut, dann können wir zur nächsten Folie übergehen. Also wiederum ein Zwischenfazit. Ich denke, wir müssen davon ausgehen, dass es sich erstens um eine Störungsspirale handelt, die sich im Kontext für den Darstellung eingangs, sprich den Umfang vorhandener Risikovorräte, in den nächsten Jahrzehnten fortsetzen wird. Damit prägt sie die Waldentwicklung. Äußerst kritisch ist, dass sich dieser Prozess gleichgerichtet in einem europäischen Kontext vollzieht. Das heißt, wenn Sie nach Tschechien schauen, wenn Sie in die Slowakei schauen, wenn Sie nach Österreich schauen, Sie können auch nach Skandinavien schauen, finden diese Entwicklungen in ähnlicher Form statt. Ich sage bewusst in ähnlicher Form. Ich wollte Ihnen das hier aus der EUWID-Statistik, das ist die Statistik der zentralen, ich sage mal, Holzerfassung, nochmal europaweit darstellen. Die haben aber nicht so schnell geliefert, wie ich das wollte. Aber diese Tendenz besteht definitiv. In Sachsen haben wir es mit einer Situation zu tun, wo, wie gesagt, diese Entwicklung vollzieht. Allerdings wird die Dominanz von Fichten- und Kiefernforsten vor allen Dingen im Landeswald durch Initialstadien des Waldumbaus bis zu einem Grad gepuffert. Das betrifft insbesondere landschaftsökologische Wirkungen. Dennoch müssen wir mit weitreichenden Veränderungen der Ressource Wald sowohl in Sachen der Holzbereitstellung als auch landschaftsökologischen Wirkung rechnen. Und der letzte Aspekt betrifft eben Ökosystemleistungen, die für die Funktionalität der Kulturlandschaft maßgeblich sind. Sie betreffen aber, wie schon mehrfach erwähnt, genauso das Niveau und die Struktur des Holzaufkommens und werden natürlich auch auf das sozialökonomische Beziehungsgefüge im ländlichen Raum wirken. Ja, also es steht ja die Frage, wenn wir zum Beispiel zu einer dramatischen Veränderung des Holzvorrats kommen, was machen zum Beispiel Forstunternehmer, die sich auf eine hochmechanisierte Holzernte mit entsprechenden Maschinensystemen eingerichtet haben? Wie wirkt die ganze Geschichte auf die Erholungsfunktion? Die erleben wir ja nun gerade im Nationalpark in kritischer Weise. Und zum Beispiel in diesem Kontext, um nicht nur immer über Holz und Abflussregulation und anderes zu reden, wird es eine enorme Herausforderung werden, bei einem sich weiter fortsetzenden Kalamitätsfortschritt zum Beispiel auch Wanderwegesysteme wirklich angemessen freizuhalten, sprich also Verkehrssicherungspflichten und damit Gefahrenpotenziale unter Kontrolle zu behalten. An der Stelle können wir weitermachen. Das war nun der kritische Situationsbezug. Und ich hatte ja mehrfach von Prognosen auf unterschiedlicher Grundlage gesprochen, zum Beispiel die mit der BOKU in Wien durchgeführten, so dass wir uns mit dieser Problematik sehr früh auseinandergesetzt haben. Und ich glaube, für mich in Anspruch nehmen zu dürfen, dass ich diesen Prozess seit 2005 massiv gesteuert habe, nämlich in der Zusammenführung der Informationen aus unterschiedlichsten Quellen, Arbeiten des Kompetenzzentrums, unterschiedlicher Universitäten und diese in Richtung der Waldbaustrategie als Synthese zusammenführen wollte oder letztendlich zusammengeführt habe. In dem Zusammenhang werden folgende Schwerpunkte zu benennen. Also erstens standortgerechte Verjüngungsvorräte etablieren, Risikovorräte für oder zugunsten von Strukturdynamik abbauen, funktionale Einbrüche auf unterschiedlichen Landschaftseinheiten puffern, die forstbetriebliche Wertschöpfung realisieren und in dem Kontext auch reinvestieren, den Systemspeicher von Kohlenstoff konsolidieren, Holz im Sinne des Produktspeichers auch C zuführen und auch das Substitutionspotenzial für den Klimaschutz aufbauen. Jetzt schauen wir dann mal nach, was aus diesen Dingen geworden ist. Äh,
Im Zusammenhang mit der Bundeswaldinventur 2 hatte ich die Chance, wirklich auch bestimmte Szenarien für die Waldbaustrategie rechnen zu lassen und diese mit der forstbetrieblichen Realität abzugleichen. Die entsprechenden Modellierungen sind für uns durch das Thünen-Institut, also die Bundesforschung, durchgeführt worden. Die Parameter haben wir hier entsprechend entwickelt. Zunächst mal zur Prognose. Hier die untere Reihe ist, dass so weiter wie bisher, ich habe es mal als das konservative Szenario bezeichnet, was im Wesentlichen durch die Erzeugung von Starkholz, über Wert reden wir an der Stelle mal nicht, auch nicht über technische Verwertbarkeit, Starkholz, geringer Verjüngungsfortschritt, also sprich einen weiteren Vorratsaufbau charakterisiert ist. Dieses Szenario 3 ist letztendlich die Umsetzung der Waldbaustrategie mit einem Produktionsziel, sprich also dem Zusammenwirken aus Baumdimension und Qualität in Bezug zur Verwendung orientierten Einzelbaumweisennutzung wohlbemerkt, ja, zumindest überwiegend. Gleichzeitig darauf aufbauend der Aufbau von Verjüngungsvorräten. Das ist also die Geschichte, die sich hier vollzieht, im Zusammenhang auch mit einer differenzierten Anwendung unterschiedlicher Erntenutzungsformen, sprich der Intensität, mit der ich also nutze, vom Einzelbaum über Trupp- bis Gruppenstrukturen und in sehr kritischen Situationen, entweder standortlicher Art oder was das kurzfristige Risiko angeht, eben auch über den Kahlhieb, ein Begriff, den man ja nur fast nicht mehr in den Mund nehmen darf, der aber durchaus ein rationales Werkzeug darstellen kann. So, wenn wir hier unten uns die Sache anschauen, sehen Sie ein geringes Verjüngungsniveau. Das war auch das, was wir in etwa zwischen 2002 und 2005 im Landeswald hatten. Ja, so was auch relativ gering bleibt, und zwar über eine lange Zeit, dann aber sehr spät, nämlich sozusagen heute, diesen Sprung vollziehen würde. Das ist im Sinne von Systemkontinuität ausgesprochen problematisch, auch im Sinne von Ressourcenverfügbarkeit, weil diese Sprünge müssen Sie auch irgendwie mit der Baumschulwirtschaft realisieren, wenn nun mal aus Fichte und Kiefer bei einem sehr geringen Anteil von Buche, Eiche, anderen Baumarten Sie nun nicht auf adäquate Naturverjüngung rechnen können. Diese Steigerung bedeutete einen sehr frühen Ruck, den wir dann auch dem eine systematische Entwicklung folgt. Aber wir gehen eben hier von einem sehr gleichmäßigen, moderaten Anstieg aus, nachdem wir dieses Grundniveau erreicht hatten. So viel zum Modell. Die Frage wäre, was ist passiert? Und das hätte ich Ihnen auf der nächsten Folie dargestellt. Das ist das. Hier ist ein kleiner Bluff dahinter, weil hier stecken viele sogenannte ökologische Buchenvoranbauten drin. Das bedeutet 2.000-3.000 Buchen auf einen Hektar, also ein sogenannter grüner Schleier, mit der aber weder adäquat die waldökologischen Funktionen erfüllt, noch, ich sage mal, Holz mit brauchbarer technischer Qualität erzeugt. Also wie gesagt, hohe Fläche ja, aber mit geringen Pflanzenzahlen, zum Teil auch mit ungeeigneten Herkünften. So, das war das Niveau, auf dem wir 2002 angekommen waren. Und das war die Entwicklung, die ich mit der Anpassung der Waldbaustrategie eingeleitet habe. Und Sie sehen, wenn Sie sich grob an die vorher dargestellten Zahlen erinnern, dass wir erstens sehr schnell die Kunstverjüngungsfläche in dem Fall auf das prognostizierte Niveau angehoben haben. Dieser Trend rund um die 1200, 1300 Hektar im längeren Mittel, den haben wir bis zum Einsetzen der gegenwärtigen Kalamitätsspirale kontinuierlich vollzogen. Das hat auch etwas mit betrieblicher Leistungsfähigkeit, Ressourcenverfügbarkeit, da geht es nicht nur um Geld, sondern auch um Arbeitskräfte, Pflanzenmaterial und so weiter vollzogen. Also diese Größenordnung hat sich über lange Jahre als realisierbar erwähnt. Sie müssen dabei auch berücksichtigen, dass Pflanzen sehen ist das eine. Sie müssen ja aber auch an diesem sich kumulativ aufbauenden Gesamtflächenpotenzial, wie man so schön sagt, dranbleiben. Ja, das betrifft die jagdliche Regulation, das betrifft unterschiedliche Pflegemaßnahmen. Also sprich, es geht nicht nur darum zu investieren, sondern Investitionen eben auch zu sichern. Und das ist keine lockere Angelegenheit.
Ja. Gleichzeitig, wenn Sie die Farbgebung vergleichen, das sind unterschiedliche Baumarten, stellen Sie eins fest, dass zum Beispiel rot wäre in dem Fall die Weißtanne. Schauen Sie sich das Niveau an und schauen Sie sich das Niveau an. Also hier reden wir mal locker von einer Verdoppelung der Weißtannenfläche. Naja, und einen ähnlichen Prozess haben wir bei der Eiche vollzogen. Insofern ist eine weitere Quintessenz, dass, wenn ich das einfach mal als Baumartengruppen mit bezeichne, hier auch ein deutliches Maß an Diversifizierung im Sinne einer standortgerechten Verjüngung stattgefunden hat. So, damit wären wir dann bei der nächsten Darstellung. Man kann ja mitunter viel erzählen aus den eigenen betrieblichen Statistiken. Die Bundeswaldinventur zum Stichtag 1.1.2012 war sozusagen eine objektive Verifizierung dieses Prozesses. Ich bin ausgesprochen gespannt auf die der Bundeswaldinventur 4. Wie gesagt, die läuft gegenwärtig. Und Sie sehen, dass wir hier eine Steigerung der Verjüngung unter Schirm im Bereich unter 4 Meter im Landeswald von +130% haben. Das ist also innerhalb von 7 Jahren, würde ich mal sagen, schon eine enorme Leistung. Eine ähnliche Entwicklung hat in den anderen Eigentumsformen auch stattgefunden, allerdings in deutlich geringerer Intensität. Ich denke, dieser Prozess ist im Wesentlichen auch dem sehr kleinflächig strukturierten Eigentum und allen damit im zusammenhängenden Prozessen geschuldet. Dann können wir an der Stelle weitermachen. Nun ist diese quantitative Größe, die ich eben dargestellt habe, das eine, aber wir verfügen auch über die Frage, was wächst denn dort nun? Und Sie sehen wiederum, dass noch einmal dieser erhebliche Flächenpotenzial, wenn es aufsummiert, untersetzt ist. Und zum anderen sehen Sie hier durchweg, bei unterschiedlichen Mischungsverhältnissen entstehen Initialstadien standortgerechter Mischwälder auf wirklich großer Fläche. Und wie gesagt, das ist die Entwicklung, die die Walddynamik, wenn man so will, im Landeswald prägt, bezogen auf die folgende Waldgeneration. An der Stelle können wir wieder weitermachen. So, und jetzt stoße ich auf einen Punkt, den ich bei der leider abhandengekommenen Überarbeitung besser gemacht hatte. Sie sehen die Ausgangszustände, das ist Ihnen ja schon aus der Eingangsdarstellung bekannt. Was ist inzwischen passiert? Nochmal Untersetzung, und zwar bis 2019. Da haben wir einfach aus unterschiedlichsten Datenquellen von Sachsenforst eine Bilanz erstellt. Und wir kommen auf 46.000 Hektar frühe Initialstadien des Waldumbaus. Ja, das heißt, in rund 40- bis 60-jährigen Beständen haben wir erste Verjüngungsansätze für die Entwicklung des Zielzustandes etabliert. Diese geringe Intensität ist natürlich auch der Waldentwicklung an sich geschuldet. Dann haben wir noch einmal auf 51.000 Hektar eine mehr oder weniger ausgeprägte Annäherung an den Zielzustand. Mehr oder weniger heißt konkret, dass wir ökologisch tolerierbare Abweichungen in der Baumartenzusammensetzung haben. Das gilt zum Beispiel in dem Fall, wenn Fichtenbestände von sich einer stark entwickelnden Fichtennaturverjüngung geprägt waren, sodass wir zum Beispiel andere Baumarten nur mit einer in Verbindung mit einer ausgeprägten Konkurrenzregulation etablieren können. Oder dass zum Beispiel der Waldzustand schon so war, dass aufgrund eines hohen Risikos es einfach nicht zweckmäßig gewesen wäre, noch mit der Weißtanne zu arbeiten, die an sich ja schon längere Überschirmungszeiträume braucht. Also das einfach nur mal als Beispiele. Und auf 30.000 Hektar entspricht die neue Waldgeneration dem Zielzustand. Damit sind wir summa summarum von den 220.000 Hektar Staatswald bei diesen unterschiedlichen Waldumbaustadien mit auf einer Fläche von 127.000 Hektar präsent. Und dieser funktionale Puffer ist eben auch in Bezug auf das aktuelle Kalamitätsgeschehen wesentlich. Dann können wir wieder weitermachen. Ja, das ist jetzt die. So,
Also diese Dinge als Zwischenfazit habe ich Ihnen bereits dargestellt. Ich möchte nur noch einmal betonen, das ist das, was ich sozusagen auf diese verbleibenden rund 100.000 Hektar, kürze ich die Sache mal ab, bezieht. Das sind entweder Bestände, die einfach zu jung sind, das gilt für Fichte und für Kiefer, ne, die erst im Sinne ihrer auch ökologisch fokussierten, aber auch wirtschaftlich fokussierten Produktionsdynamik in eine Phase hineinwachsen müssen, in der wir Initialschalen etablieren können. Dafür sollte die Fichte mit einem bestimmten Anteil von Einzelstämmen, also rund 10% im Bereich der Zielstärke liegen. Da gehen wir bei durchschnittlicher Qualität von circa 50 Zentimetern aus, bei der Kiefer etwa 40. Wie gesagt, bei einem Anteil der Stammzahl pro Hektar ungefähr als Orientierung 10%, damit sich gewisse Nutzungsansätze und auch Verjüngungsstrukturen realisieren lassen. Und der andere Block, ich habe ihn bereits erwähnt, das sind Fichten auf Pseudogeleih. Nun gut, von denen haben wir uns quasi mehr oder weniger im Zuge der aktuellen Störungsspirale bereits verabschiedet. Ja. Gut, dann können wir weitermachen. Ein anderer Aspekt ist die Frage des Holzvorrates. Und das ist eben die andere Seite der Medaille. Wir beginnen wieder mit der Frage, was sollte erfolgen? Also die Nutzungsmenge sollte entsprechend erhöht werden, mit dem Ziel, Risikovorräte zu reduzieren und Strukturdynamik zu fördern. Ich hatte es eingangs bereits gesagt. Wir schauen wieder auf die Prognose. Was hätte laut Waldbaukonzeption oder Strategie erfolgen müssen? Das heißt, sehr früh eine deutliche Hiebsatzsteigerung. Und da sage ich noch, das ist nicht 1:1 die Umsetzung der Waldbaukonzeption, sondern es war schon die betrieblich gepufferte Variante. So, und Sie sehen also hier einen klaren Anstieg. Von der Basis wären wir gekommen. Ja, so, und angedacht war, fließend sich dieser Geschichte anzunähern. Das ist de facto nicht erfolgt. Wir haben weiter auf dem Niveau hier unten verharrt, mit dem Ergebnis, was ich Ihnen eingangs bereits gezeigt habe. Die Konsequenz aus dieser Entwicklung ist also der weitere Aufbau von Risikovorräten gewesen, zulasten von funktionaler Kontinuität. Und das würde ich Ihnen auf der Folgefolie nochmal darstellen. Das ist wiederum in dem Fall die modellierte Vorratsentwicklung. So, auf diesem Niveau hätten wir uns bei einer planmäßigen Umsetzung der Waldbaustrategie einfinden müssen. Das hier oben hat real stattgefunden und dieses Vorratsniveau deckt sich nahezu exakt mit der Modellierung, die also durch das Thünen-Institut auf der Grundlage der Daten der bundesweiten Inventur 2, also 2020, zum Stichtag 01.01.2002 durchgeführt worden ist. So, das ist, denke ich, nochmal ein wesentliches Ergebnis, was sich in der Praxis und auch in den eingangs präsentierten Darstellungen widerspiegelt. Dann können wir wieder weitermachen. So, daraus ergibt sich natürlich die Frage, was wäre notwendig gewesen, um diese Entwicklung zu realisieren? Und hier habe ich Ihnen einfach mal im Verhältnis zum Risiko, das ist dieser Trend von Grün in Richtung Rot, die unterschiedlichen Erntenutzungsformen dargestellt. Charakteristisch ist, dass je mehr wir uns in Richtung Rot nähern, desto stärker nimmt der Erntenutzungs- und Verjüngungsfortschritt zu. Damit landen Sie zwangsläufig bei stärker flächig orientierten Erntenutzungs- und Verjüngungsformen. Damit nimmt natürlich auch das Potenzial, Strukturvielfalt zu entwickeln, ab. Das heißt, je mehr wir in diese Entwicklung hineinkommen, desto mehr sind auch die Zielzustände weniger durch eine vertikale Gliederung unter Beteiligung unterschiedlicher Baumarten, sondern eher durch ein horizontales Nebeneinander charakterisiert. Das ist, denke ich, das Essentielle an dieser Darstellung. Gleichzeitig gelingt es aber, wirklich einen relativ, wohlbemerkt relativ planmäßigen und zielkonformen Funktionswaldbau zu realisieren.
Das, denke ich, wäre auch eine Voraussetzung gewesen, in starker Abhängigkeit vom jeweiligen mittelfristigen Risiko diesen unterschiedlichen Satz noch, diese unterschiedliche Entwicklung zu vollziehen. Gut. Ich würde dann auch straffen, Herr Poltrak. Danke für den Hinweis. Gut, dann wären wir bei der nächsten Folie. So, hier habe ich Ihnen einfach einige Gründe dargestellt. Natürlich haben wir es mit Systemträgheit zu tun, aber auch bestimmte dogmatische Betrachten versus Rationalität spielen eine Rolle. Die gesamtbetriebliche Umsetzung wäre essentiell gewesen und nicht eine separierte Betrachtung der Waldbaustrategie. Natürlich hängt auch die betriebliche Ressourcenverfügbarkeit zustande damit zusammen. Also wenn Sie einem Revierleiter, der bisher 10.000 Kubikmeter pro Jahr kleinflächig genutzt hat, auf 20.000 pushen wollen, naja, dann können Sie sich vorstellen, was da passiert. Was die Außenwahrnehmung angeht, gab es durchaus auch Hemmschwellen im Sinne einer sogenannten Profitorientierung von Sachsenforst, die in dieser Form nie stattgefunden hat. Dann würde man einen ganz anderen Waldbau betreiben. Fakt ist aber eins, dass diese Dinge durchaus auch die öffentliche Wahrnehmung selbst bei moderaten Nutzungssteigerungen geprägt haben. Also die Konsequenz ist eine weitgehend fehlende Akzeptanz mit den dargestellten Ergebnissen. Jetzt können wir weitermachen. Gut, diese Dinge hatte ich im Prinzip schon erwähnt, dann können wir überspringen. So, jetzt taucht die Frage auf und damit wäre ich im Finale, wie weiter mit der Störungsspirale. Jetzt können wir die nächste Folie nehmen. Es geht also vor allen Dingen um die Stetigkeit von Ökosystemleistungen und natürlich auch darum, um Einbrüche zu puffern. Und zwar auf unterschiedlicher Ebene, vom Einzelbestand bis zu ganzen Standortsregionen. Dann können wir weitermachen. Es geht auch darum, den Holzbedarf nachhaltig zu decken, und zwar aus regionalen Ressourcen. Hier zeichnet sich eine Entwicklung ab, dass der Holzimport gegenüber dem Export schon ein entsprechendes Übergewicht gewinnt. An der Stelle will ich nur erwähnen, dass Russland eine Änderung seiner Exportpolitik angekündigt hat, sprich den Verbot von Rundholz- und Schnittholzexporten. An der Stelle sei zu erwähnen, dass Deutschland und Österreich die größten Rohholzimporteure aus Russland sind. An der Stelle können wir weitermachen. Natürlich geht es bei der Nachhaltigkeit auch um Biodiversität und das im Kontext mit einer zu weiter wachsenden Menschheit. Und diese Darstellung ist ein wenig klein geraten, zeigt aber eins, dass wir die größten Verluste an naturnahen Wäldern, von Urwäldern kann man, glaube ich, auch dort nicht mehr sprechen, eben in der südlichen Hemisphäre haben und auch dort wesentliche Teile des Artenrückgangs stattfinden. Und das bei einer Kombination, was die Waldentwicklung aus Plantagenwirtschaft und explorativen Nutzungsformen angeht. Und es taucht natürlich die Frage auf, aus welchen Ressourcen wollen wir unseren Holzbedarf decken. Ich denke, entsprechende ökologisch orientierte Waldbausysteme bieten hier eine gute Chance, viele Aspekte miteinander dauerhaft zu verbinden. Dann können wir zur nächsten Folie übergehen. Der Klimaschutz ist ein wesentlicher Aspekt. Hier hatten wir eine Steigerung der C-Speicherung in den Waldökosystemen, zumindest in der Phase von 2002 bis 2012. Diese Entwicklung unterliegt jetzt natürlich anderen Einflüssen. Ich sage mal, bei zwei Kalamitäten im Jahrzehnt vom Typ Kyrill wäre der Einfluss nicht so maßgeblich gewesen, wie die aktuelle Entwicklung ausgeht, werden wir sehen. Dann können wir zur nächsten Folie übergehen. Wenn wir das Zielszenario verfolgen, wäre also bis zum Jahr 2050 nochmal eine deutliche Steigerung der C-Speicherung möglich, nämlich etwa 185.000 Megatonnen Kohlenstoff. Dieses Ziel sollten wir im Sinne auch der Baumaßnahmen der Waldentwicklung zumindest im Auge behalten. Dann können wir wieder weitermachen. Ja, hier diese Kalamitätssituation hatte ich bereits erwähnt. Das sind die Dinge, die mir, wie gesagt, abgestürzt sind. Und Sie sehen aber, dass hier die Konstanz mehr oder weniger gegeben ist. Die Annahmen hatte ich dargestellt, auch erwähnt, dass diese entsprechenden Änderungen unterliegen.
Jetzt kämen wir zu den Aspekten, was wollen wir machen? Und das wären die nächsten Folien. Also Naturverjüngung, Sukzessionspotenziale wirklich richtig abschätzen und integrieren. Und da ist es eben was anderes, ob ich hier schon eine zweite Schicht habe oder hier in einem Sandrohrrasen stehe. Diese Fragen werden interessant werden, zum Beispiel im Umgang mit FSC-Kriterien, die auf uns zukommen. Dann können wir zur nächsten Folie übergehen. Es ist natürlich auch wichtig, Sukzessionspotenziale in Sachen Funktionalität und Ertragspotenzial darzustellen. Und hier ist es eben, wie gesagt, in einer sinnvollen Mischung nicht egal, ob ich ausschließlich auf die Eiche setze oder ob ich hier zum Beispiel auch Douglasien-Lärchenkomponenten mit einbaue, weil wir dann in dem Bereich hier hinten von einer deutlich höheren Gesamtwuchsleistung ausgehen können. Und ich meine vor allen Dingen dieser Bereich von Lärche, Kiefer, Douglasie ist auch, denke ich, mit sehr wesentlich, um diese Entwicklung gestalten zu können. Und natürlich zeichnet sich auch bei der Kohlenstoffbindung ein entsprechender Trend ab. Also auch diese Aspekte werden zu berücksichtigen. Schauen wir aufs Holz. Da wären wir eben hier bei der Frage, wann entstehen nutzbare Sortimente. Und da ist es natürlich auch insbesondere für den Privatwald nicht uninteressant, ob in diesen 40 Jahren er sich in diesem Bereich bewegt oder in dem. Also auch hier können wir entsprechend gestalten. Ich sage nochmal, alles nicht im Sinne von irgendwelchen Monokulturen. Naja, und wenn man sich die Erlössituation angeht, dann untersetzt die im Prinzip das logischerweise hier oben. Und da sage ich eben auch, der Staatswald ist dann möglicherweise noch ein anderes Thema. Aber private Waldbesitzer sollte man zumindest, wenn eine gewisse Erlösorientierung besteht, auch adäquat beraten. Und die ganze Geschichte wirkt natürlich auch im Sinne von strategischen Holzpotenzialen. Dann können wir weitermachen. Es geht nicht entweder oder, sondern um unterschiedliche Konzepte, um wirklich auch Mosaike der Waldentwicklung erzeugen zu können. Das ist hier einfach mal an diesen Bildchen mit dargestellt. Dann können wir die nächste Folie nehmen. Und letztendlich sollten wir ein breites Maßnahmenportfolio in Abhängigkeit vom Zustand des jeweiligen Ökosystems und von unseren Entwicklungszielen bedienen. Und im Grunde genommen wäre ich damit, denke ich, auch schon beim Fazit zum Umgang mit der aktuellen Kalamitätsspirale oder Störungsspirale. Und an der Stelle kann ich nur das wiederholen, was ich eingangs bei Betrachtung unterschiedlicher Wald- bzw. Forstökosystemtypen in Kombination auch mit unterschiedlichen Waldbausystemen schon dargestellt habe. An der Stelle möchte ich Ihnen danken, dass Sie mir wirklich auch so lange zugehört haben und mich nochmal dafür entschuldigen. Die eigentliche finale Fassung war nochmal ein Stück solider und ich denke auch ein Stück didaktisch besser aufbereitet, aber dennoch herzlichen Dank, ich hatte halt Pech. Gut. Vielen Dank, Herr Eisenhauer. Also es war eine sehr interessante Einführung, ein Ausflug in den Wald. Und wir haben einige Fragen. Ich würde das jetzt nahtlos übergehen in die Fragen. Und zwar, wir haben 4 Fragen reinbekommen. Und zwar, werden neue Baumarten angepflanzt oder gängige Arten wie Kiefer, Fichte, Eiche, Buche, Birke etc. dann das Waldbild bestimmen, Tanne, das Waldbild bestimmen? Ist es so, dass wir zunächst mal erstens bei den Baumarten der Leitwaldgesellschaften bleiben. Die hatte ich kurz angedeutet. Ja, und diese mit bewährten, nicht standortsheimischen Baumarten ergänzen. Die Anzahl ist bisher überschaubar. Das wäre zum Beispiel die mehrfach schon erwähnte Douglasie, das wäre die Küstentanne, das wäre die Roteiche. Ja, dann wird es allmählich schon etwas enger. Das sind zumindest die, die eine entsprechende Flächenrelevanz haben. Gleichzeitig bereiten wir die Erprobung, wenn man so will, anderer Baumarten vor. So, da könnten durchaus nicht nur Eichenarten, sondern man muss auch auf die Herkünfte gucken. Das sind also innerhalb der Art Variationen, die unter bestimmten ökologischen Bedingungen geprägt worden sind. Und hier bereiten wir
einen entsprechenden Langzeittest vor. Genauso könnte das die in der Diskussion stehende Esskastanie betreffen. Das könnte auch zum Beispiel Baumhasel betreffen. Das könnte auch Nussarten betreffen. Also wir sind dabei, diese Dinge zu recherchieren. Und das ist mir wichtig, wir wollen keine, ich sag mal, klassischen ertragskundlichen Anbauversuche machen, wie sie zum Beispiel Schwabach im vorigen Jahrhundert, muss man sagen, oder eigentlich schon Jahrtausend, also in der Phase erste Hälfte 20. Jahrhundert gemacht hat, insbesondere um Eberswalde herum, wo eben Reinbestände begründet worden sind, um rein das Wachstum dieser Baumarten zu prüfen. Wir wollen diese Baumarten in den Versuchsanlagen in den Kontext der Leitwaldgesellschaften integrieren, weil es ist wichtig, nicht nur zu wissen langfristig, wie die Baumart wächst, sondern wie sie sich auch im Beziehungsgefüge zu anderen Baumarten verhält, ja, wie anfällig sie in diesen Strukturen gegenüber allen möglichen Schadorganismen ist, die ja dann irgendwann hinterherkommen. Ja, und insofern sagen wir, okay, jetzt auf bewährte, nicht standardheimische Baumarten setzen, die hatte ich grob genannt, sich hier noch stärker auf die Herkünfte -Ökotypen fokussieren und gleichzeitig ein systematisch analysiertes, dokumentiertes Portfolio in Form entsprechender Versuchsanlagen schaffen. Vielen Dank. Ich gehe jetzt nahtlos über in die nächste Frage. Kommt ein Waldumbau nach dem Vorbild der Gemeinde Hümmel unter Peter Wohlleben ökologische, ökonomische und nachhaltige Waldwirtschaft in Frage? Diese Frage hätte ich fast erwartet. Ich denke, wenn man Wohlleben liest, sind da einige Aspekte dabei, die richtig sind. Also ich kann die Frage beantworten mit einem klaren Nein. Ja, weil in Bezug auf all die Dinge, die ich hier versucht habe, ich hoffe, sehr systematisch darzustellen, ist Wohlleben, ich sage mal, sehr stark durch eine Mischung aus, ich sage mal, Fakten, die zum Teil auch nicht richtig zitiert werden, Halbwahrheiten und Dinge geprägt, die einfach falsch sind und erzeugt damit sicherlich eine Erzählung, die durchaus ansprechend ist, nach der aber in Bezug auf dieses Zielsystem, was ich versucht habe, Ihnen dargestellt haben, meines Erachtens nach Wald entwickelt, nicht entwickelt werden kann. Und dass darüber hinaus wesentliche strategische Erfolgspotenziale, und ich sage nochmal, hier geht es nicht nur um Holz, ja, aber durchaus auch. Ja. Es geht aber auch um Landschaftsfunktionen und es geht eben auch um bestimmte, ich sage mal, Erholungsleistungen, Ökosystemdienstleistungen, im hohen Maße kritisch zu sehen ist. Ja. Also wenn wir zum Beispiel in großer Fläche auf Birkensukzession setzen, dann muss man auch sagen, die Birke bringt eine völlig andere Bodenerschließung als eine Situation, wenn ich ein Aufwuchsstadium differenziert gestalte und dort die Zielbaumarten mit einbringe. Ja, und wie gesagt, Wohlleben redet über ein Laubwaldgebiet, Wohlleben redet über 600 Hektar. Also er hat da schon ganz andere Ausgangspotenziale als zum Beispiel Sachsen. Ich hatte es eingangs gesagt, wir haben im Oberstand nach wie vor 85% Fichte stehen. Wir haben eine starke zweite, dritte Altersklasse auf Fichte. Das sind also die, ich sag mal, 20- bis 60-jährigen Bestände in etwa, wo man sich auch fragen muss, wohin soll sich das entwickeln, unter funktionalen Gesichtspunkten. Und Wohlleben liegt jenseits dieser meiner Meinung nach sowohl rational als auch ökologisch begründeten Handlungskonzepte. Vielen Dank. Des Weiteren, Sachsenforst führte im Frühjahr umfangreiche Pflanzungen durch. Frühjahrspflanzungen erfordern im Vergleich zu Herbstpflanzungen einen wesentlich höheren Pflegeaufwand bei gleichzeitig schlechterer Erfolgsprognose. Warum wurden die Pflanzungen dennoch im Frühjahr durchgeführt? Also erstens, wir hatten dieses Jahr einen ausgesprochen günstigen Witterungsverlauf im Frühjahr. Und man muss noch stärker betonen, das Frühjahr ist an sich schon relativ. Das heißt, wir haben in den letzten Jahren, sobald sich eine frostfreie Periode abzeichnete, diese Entwicklung auch im Frühjahr genutzt, aber auch die Pflanzung im Herbst genutzt. Die Pflanzung im Herbst, insbesondere zum Beispiel auch für die Tanne, ja, die ja im Wurzelwachstum stärker als andere Baumarten zwei Wachstumsschübe vollzieht. Und wir kombinieren beide Verfahren. Wichtig ist dabei,
Wir reden nach wie vor von einer Kunstverjüngungsfläche von rund 1200, 1300 Hektar. Es kann Calamitätsbeginn auch etwas mehr werden. Ja? Diese Fläche muss irgendwie realisiert werden. Ergo, wir müssen die gesamte Periode, die in etwa günstige Bedingungen aufweist, ausnutzen. Ansonsten ist es auch im Zusammenhang mit der Verfügbarkeit von Arbeitskräften, also durchaus auch im betrieblichen Konsens, nur noch sehr, sehr schwer möglich, diese Pflanzen überhaupt unter, ich sage mal, in etwa günstigen Bedingungen in den Boden zu bekommen, um es mal flach zu sagen. Also sowohl Frühjahrs- als auch Herbstpflanzung. Die Frühjahrspflanzung zieht sich, wenn man so will, schon deutlich in den Spätwinter hinein, um die Pflanzen wirklich auch in eine günstige Bodenwassersituation zu bringen, hört dafür früher auf. Ja, so, und dann nutzen wir genauso die Pflanzperiode, ich sage mal Ende August, September in den Herbst hinein. Danke. Die Buchenwälder litten im vergangenen Jahr auch unter Trockenstress. Wie bewerten Sie die Resilienz der Buche gegenüber den klimatischen Entwicklungen? Werden alternative Baumarten anderer klimatischer Regionen in Betracht gezogen? Ich fange einfach mal von hinten an. Ich selber bin dort sehr stark engagiert, zum Beispiel aus der südosteuropäischen Florenregion, wirklich auch auf der Grundlage von den Augenscheinnahmen, entsprechende Literaturrecherchen, entsprechende Herkünfte nicht nur zu eruieren, sondern auch bereitzustellen. Also an der Stelle kann ich vielleicht erwähnen, dass die Weißtanne schätzungsweise zu 80% aus den Karpaten kommt, mit der Kontaktzone zur pannonischen Tiefebene, also einer deutlich auch kontinentaleren Klimaprägung mit den entsprechenden Sommern. Was die Eiche angeht, vollziehen wir gerade eine ähnliche Entwicklung. Aber das bedarf der örtlichen Kontakte, das bedarf intensiver Abstimmung. Also wir vollziehen diese Entwicklung. Zum ersten Teil der Frage, die finde ich ausgesprochen interessant, weil bei der Buche zeichnet sich das ab, was wir in unserer Waldbaustrategie, also sowohl der von 2005 als auch der überarbeiteten Fassung von 2013 in Bezug auf die Zielzustände der Waldentwicklung berücksichtigt haben. Die Buche stirbt vor allen Dingen in Standortsbereichen ab, wo bereits heute, ich sage mal, klimatisch bedingt Arealverschiebungen zu verzeichnen sind. Das sind im Tiefland vor allen Dingen Sande ohne nennenswerten Lehmanteil und ohne mikroklimatische Begünstigung, also bestimmte Reliefdepressionen und so weiter und so fort. Zum Teil verwischt sich das etwas mit Buchen, die sich schon in der Phase der Seneszenz, also der Alterung, befunden haben. Also der Absterbeprozess der Buche zeichnet ihr standortliches Potenzial sehr scharf nach. Eine gleiche Situation haben wir, kann man hier vor der Tür im Borsberg, im Liebetaler Wäldchen und so weiter ganz gut sehen. Borsberg ist auch noch besser. In dem Moment, wo auch in diesen unteren Berglagen die Buche auf Standorten mit ausgeprägter Bodentrockenheit exponiert ist, auch dort stirbt sie ab. Und hier vollziehen sich Entwicklungen, die, das ist ja natürlich ein bisschen weit in die Zukunft geschaut, wahrscheinlich in eine Veränderung zugunsten der Traubeneiche gehen. Bei der Traubeneiche muss man sagen, ihr Areal überlagert sich klimatisch durchaus mit dem der Buche in weiten Teilen. Sie ist aber besser an Bodentrockenheit angepasst. Ja, also diese Entwicklung ist gegenwärtig sehr gut nachvollziehbar. Ich hätte da sehr gerne einen vernünftigen Standortsgradienten. Nur, ich glaube, wir haben, was die älteren Buchen angeht, 2 oder 3% Anteil an der Waldfläche. Damit ist es schwierig, wirklich Gradienten solide zu untersetzen. Aber das, was wir gegenwärtig beobachten, ist das, was ich Ihnen eben beschrieben habe. Wenn wir bei den Laubbaumarten sind, kurz zur Eiche. Im Gegensatz zur Buche weist Eiche durchaus auch ein hohes Regenerationspotenzial auf. Also wenn Buche einmal in eine Degeneration der Verzweigungsstruktur sich hineinentwickelt, kommt sie dort in der Regel auch nicht wieder raus, sondern stirbt früher oder später Bedingungen nach. Das heißt, in Trockenjahren wirft sie Kurztriebe ab, reduziert damit die transpirierende Phytomasse und beugt sozusagen, wenn man es mal so vergleichen will, dem Herzinfarkt vor. Ja, mit in günstigeren Phasen regeneriert sie wieder.
Das kann man sehr gut auch an der Kronenstruktur von Eichen nachvollziehen. Also insofern ist die Eiche dort eine recht plastische Baumart. Wo es für die Eiche gegenwärtig kritisch wird, ist der Bereich der sogenannten mineralischen Nassstandorte, also sprich Böden, die durch einen mehr oder weniger ausgeprägten Grundwasserfluktuation beeinflusst werden. Und bei diesen Böden zeichnen natürlich die vergangenen drei Trockenjahre und 15, 16 waren zwar nicht extrem unter heutigen Auffassungen, aber auch nicht unbedingt niederschlagsreich. Also im Grunde genommen müssen wir von 5 Jahren ausgehen, die gerade in diesen genannten Standorten zu einer Veränderung des Bodenwasserregimes geführt haben. Dazu muss man wissen, dass die Eiche die Tiefenerschließung, und zwar sowohl was das Stützwurzelsystem als auch was das physiologisch relevante Feinwurzelsystem angeht, mit ungefähr 30, 40 Jahren abgeschlossen hat. Und in der Phase kann sie nicht mehr auf diese Wechsel des Bodenwasserregimes in einer derartigen Intensität, wie sie sich derzeit abzeichnet, reagieren. Und insofern stirbt sie dort flächig ab und da kann man auch nichts machen. Ja? Heißt aber auch, dass eine folgende Eichengeneration in diese veränderten Bodenverhältnisse hineinwächst, ein anderes Wurzelsystem ausbildet und dann mit einiger Wahrscheinlichkeit auch eine höhere Resilienz gegenüber Trockenphasen, die dann aber auf ein ganz anderes Boden, auch ein anderes Wurzelregime stoßen, angepasst ist. Vielen Dank. Also wir haben jetzt, wir liegen im Endspurt, wir haben noch 4 Fragen. Sind Sie bereit für die letzten 4 Fragen? Also wir haben jetzt die Frage, warum wird das Ziel 27% Fichte verfolgt, obwohl vorhin für Fichte im Erzgebirg eine sehr hohe Risikodisposition gezeigt wurde? Das ist eine sehr berechtigte Frage. Ich würde mich jetzt nicht unbedingt an den 27% abarbeiten, aber die Größenordnung ist schon okay. Ja, so standortlich beziehen wir die Fichte, ich denke, ich hatte es auch erwähnt, auf die Hoch- und Kammlagen. Sprich, wir reden hier von einem Höhenbereich, um es mal an Metern über NN festzumachen, jenseits der 800 Meter. Ja, dort zeigen die bisherigen auch Klimaprojektionen, dass wir klimatische Verhältnisse haben, unter denen die Fichte früher, also da rede ich jetzt von den, ich sage mal, späten 80ern, in den mittleren Berglagen ganz gut gewachsen ist. Ja? Also unter auch wirtschaftlichen Aspekten, unter dem Aspekt auch der Sicherung einer gewissen Nadelholzkomponente ist das durchaus eine Erwägung. Dann ist ausgesprochen wichtig, diese 27% Fichte bedeuten weder Fichte gleichaltrig noch Fichte im Reinbestand. Es ist ein Unterschied, und zwar auch auf die Risikobewertung. Diese Risikobewertung bezieht sich auf die gegebenen Bestandesstrukturen. Und das heißt Fichte mit einem bestimmten Vorrat in einer Schicht. Das wollen wir auch in der genannten Höhenlage, also sprich über 800, definitiv nicht. Sondern hier geht es um wirklich vertikal und horizontal strukturierte Fichtenkulturwälder mit einem Mischbaumartenanteil. Also da rede ich von Eberesch, da rede ich von Buche, durchaus auch unter günstigen Bedingungen von Tanne, Bergauen etc., so um die 20%, ja, wenn man mal mit solchen Hausnummern operieren will. So, und dann habe ich natürlich das Übereinander und Nebeneinander von ganz unterschiedlichen Waldentwicklungsphasen, die erstens diese Sturmgefährdung nicht aufweisen, die zweitens auch, ich hatte mehrfach von gleichmäßiger trophischer Valenz, also gleichmäßigem Nahrungsangebot für bestimmte Insektengruppen gesprochen, genau das auch nicht aufweisen, weil dann eben die dicke Fichte über den, ich sage mal, Fichten mit einem Durchmesser um die 10, 20 Zentimeter und über Fichten vor Jungen stehen. Also wir haben hier über die Waldstruktur eine ganz klare Risikoverteilung. Ja? Und in Verbindung mit bestimmten, ich sage mal, auch Aspekten der Holzbereitstellung, wo die Holzverarbeitung nach wie vor, ich sage mal, sehr stark Nadelholz fokussiert ist, rein was die technischen Holzeigenschaften angeht, ist unter den gegebenen Standortsbedingungen in Kombination mit einem Waldaufbau, der sich deutlich von dem ich jetzt bei der Risikoprognose gesprochen habe, unterscheidet, ich denke, eine akzeptable Lösung. Letzter Satz zu dem Thema. Ich hatte auch erwähnt, dass wir im Zusammenhang mit der neuen Klimareferenzperiode auch bestimmte Tendenzen analysieren werden.
Ich würde jetzt mal hypothetisch davon ausgehen, dass die an dieser Entscheidung oder an diesem Entwicklungsziel insofern etwas ändern könnte, dass gegebenenfalls der Anteil von Mischbaumarten höher wird. Vielen Dank. Des Weiteren von Freier Wild werden geplante Rodungen von Altwald für bereits genehmigte, noch nicht begonnene Projekte erneut überprüft. Abholzung versus Ausgleichsflächen sind nicht mehr zeitgemäß. An der Stelle, das tut mir jetzt leid, aber die Frage driftet deutlich aus den Aspekten hinaus, mit denen ich mich befasse. Also ich kann jetzt hier darauf keine solide Antwort geben. Okay. Weiter haben wir noch die Frage, nutzen Sie die Forschungsergebnisse der Forsthochschule Tharandt? Ja. Also wir haben dort eine, natürlich nicht über alle Professuren, aber zum Beispiel eine sehr enge Kooperation mit dem Waldbau in verschiedenen Projekten. Gegenwärtig arbeiten wir an der Naturverjüngungsprognose. Das heißt, auf der Grundlage von Stichprobendaten aus den mehrfach erwähnten Bundeswaldinventuren, aus den forstlichen Betriebsinventuren, also mit einem noch feineren Raster, die wir seit 2014 durchführen, werden auf der Grundlage von geostatistischen Methoden Ausbreitungsmodelle und Vorkommensmodelle von Naturverjüngung entwickelt, sodass wir als Ergebnis dieses Projektes, die Zwischenergebnisse sehen ganz gut aus, wahrscheinlich sehr differenziert entscheiden können, welchen Input in die Veränderung der Baumartenzusammensetzung brauchen wir wo. Ja, also das wäre zum Beispiel ein Projekt. Davor haben wir auch den Einfluss des Verlustes der oberen Bestandesschicht, also zum Beispiel des Fichtenschirms, auf die Qualitätsentwicklung der Buche analysiert, was ja zum Beispiel auch für die Frage, wohin kommen wir, auch was die technische Holzqualität angeht, wenn wir jetzt auf großer Fläche über bereits etablierten Buchenvoranbauten die Fichte verlieren, also diese Buche quasi ohne Schirm dastehen. Ja? So, und ich denke, auch die Ergebnisse bringen ganz wesentliche Impulse im Sinne einer hinreichenden Qualitätssicherung, zum Beispiel dahingehend, dass wir zwingend, wenn wir nicht sagen wollen, ist egal, wie die Buche aussieht und was daraus wird, zumindest in den frühen Entwicklungsstadien, also etwa bis in Höhe von 1,5 Meter, in die, mal auch hier konkret zu werden, zum Beispiel zügig in bestimmten aufgelockerten Bereichen der Buche, zum Beispiel Lärche, etablieren müssen, die dann die Rolle der Fichte übernimmt und so zur Qualitätsentwicklung der Buche beiträgt. Ansonsten wird die Buche mit hoher Sicherheit schwer spaltbares Brennholz. Vielen Dank. Ja. Vielen Dank. Bevor ich die vorletzte Frage einblende, Erklärung an den Fragesteller. Das ist jetzt eigentlich die dritte Frage, die er gestellt hat. Ich habe die vorhergehenden beiden jetzt rausgenommen, weil Sie ja sozusagen gerade gesagt haben, dass Sie zu dem Thema Genehmigungen nichts sagen können. Deswegen, da ging es um Frage von Genehmigungen. Deswegen würde ich jetzt die dritte Frage einblenden des Fragestellers. Ich wollte nur dem Fragesteller quasi erklären, warum die ersten beiden Fragen jetzt nicht erscheinen. Danke. Vor dem Hintergrund des Klimawandels und den damit einhergehenden Schwierigkeiten bei der Aufforstung, wie kann eine nach Kahlschlag frisch aufgeforstete Waldfläche mit ungewissen Entwicklungschancen ihre Funktion in Bezug auf Wald, Grundwasser und Artenschutz sowie CO2-Speicherung erfüllen? Also die Frage frisch nach Kahlschlag, da habe ich natürlich, wenn er denn planmäßig geführt worden ist, einen klaren funktionalen Einbruch. Ja, so und ich denke, die Frage ist jetzt darauf fokussiert, weil ich an mehreren Stellen gesagt hatte, also in dieser Standortsregion Lösshügelland mit Fichte in der zweiten Generation, ja, gibt es an sich keine wirklich zielorientierte Alternative, als eben diesen Eingriff zumindest im Sinne einer planmäßigen Nutzung zu tun. So, dann ist es so, dass nach diesem Einbruch die Frage zu stellen ist, welches Sukzessionspotenzial habe ich da? Das kann sich ja sehr deutlich unterscheiden. Ja. Dann entstehen relativ rasch Pionierwaldstadien, zumindest wenn die Fläche, ich sage mal, nicht durch verdämmende Grasarten, Brombeere etc. zu ist, was zumindest bei der Fichte in der Regel nicht der Fall ist.
Ja, so, da ist es durchaus sinnvoll, diesen Pionierbaumartenschub abzuwarten, bis in ein Jungwuchsstadium hinein und dann dort in diese Pionierwaldsituation sozusagen mit den Zielbaumarten, zum Beispiel in Form von Tropfpflanzungen etc. zu kommen. Also ich brauche ja auch nicht unbedingt ganz flächig zum Beispiel Eiche reinzustecken. Ne? Das kann man, denke ich, wirklich auch sehr schön daran orientieren, wie dieser Aufwuchs, der natürlich, welche Strukturen der Aufwuchs der natürlich ankommenden Baumarten bietet. Ja, so, und damit komme ich in der Kombination von Pionier- und Zielbaumarten relativ zügig bezieht sich immer auf die gegebene Situation, aus diesem zunächst gegebenen, unstrittigen funktionalen Einbruch heraus. Ja. Und die Frage ist dann auch noch, in welchem Maße kombiniere ich das mit einer Bodenbearbeitung? Es ist so, nochmal, ich rede von Pseudoglei nach 2, zum Teil 3 Fichtengenerationen. Ja, diese Fichte steht auf dem Oberboden und schaukelt mit dem Wurzel, mit dem breiten Wurzelteller, der gar nicht mehr in den Mineralboden hineingeht, hin und her. Wir haben dort in dem durchwurzelbaren Bodenhorizont, da reden wir im Schnitt von 30, 35, im günstigsten Fall 40 Zentimetern, Sauerstoffgehalt unter 5% auf den kritischsten Böden dieser Art. Unter 5% haben wir phytotoxische, also wurzeltoxische Bedingungen. Ne? So, das heißt, es braucht in dem Fall durchaus auch einen gewissen meliorativen Input, der aus einer Bodenbearbeitung in Kombination mit der Einbringung der Zielbaumarten besteht. Und so gelingt es dann relativ schnell, das System, was schon mit der aufstockenden Fichte in einer ökologischen, aber auch waldbaulichen Sackgasse war, auch in einer funktionalen, wieder in Richtung Funktionalität zu entwickeln. Das Gegenargument wäre zu sagen, Fichte umfallen lassen, irgendwas wird schon. Das kann man sicherlich tun. Ja, aber dann meine ich schon, dauert dieser Entwicklungsprozess mehrere Waldgenerationen. Ja, also ich denke auch natürlich findet Stück für Stück über einen sehr, sehr langen Zeitraum eine Bodenregeneration statt. Die Frage ist immer, nicht nur an diesem Beispiel, welches Ziel will ich mit welchen Mitteln, in welchem Zeitraum, bezogen auf welchen Ausgangszustand erreichen? Das muss man klären. Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank, Herr Eisenhower. Ich hätte tatsächlich noch eine letzte Frage. Und zwar habe ich gestern, ich blende es mal ein, im Deutschlandfunk Kultur eine Meldung zum UN-Klimabericht. Unsere Kinder werden Landschaft ohne alte Bäume sehen. Wahrscheinlich war das schon in ihrem teils sehr detaillierten Folien und Ausführungen versteckt, aber Sie sprachen auch von Pionierwäldern und jungen Wäldern. Kann man das für einen bestimmten Zeitraum so sagen, dass es tatsächlich sein wird, dass es einen Zeitraum gibt, wo es gar keine alten Bäume gibt? Kann man das auch für Sachsen sagen? Naja, das glaube ich ehrlich gesagt nicht, weil ich komme einfach mal vom positiven Ende. Wir haben ja auch, wenn Sachsen rein forstgeschichtlich geprägt, natürlich im Wald einen relativ geringen Anteil von alten Bäumen hat. Aber sie sind da. Wir haben durchaus ältere Buchen, Kulturwälder, ältere Eichenwälder. Ja, und ich meine schon, da eine gewisse Zuversicht haben zu können, dass neben dem laufenden, ich denke, oder ich hoffe zumindest recht klar dargestellten Einflüssen, auch dramatischen Einflüssen der klimatischen Entwicklung, sollte man die Resilienz auch von Baumarten nicht unterschätzen. Ja, so, und ich hatte ja am Beispiel Buche, Eiche versucht mal darzustellen, dass hier es auch Anpassungsmechanismen gibt, die sich natürlich nur in einem bestimmten Standortsbereich abwickeln. Ein anderer Aspekt, wenn wir einfach auch mal unsere Alleen betrachten, mal ein Stückchen raus aus dem Wald, muss man sich auch mal fragen, wie enorm müssen die Anpassungspotenziale, zum Beispiel, ich bin wieder bei den Eichenalleen sein, ja, ein Teil noch von Straße überdeckt und so weiter, wie viele Extrembedingungen haben diese Bäume denn schon, ich sage mal, überstanden und regeneriert. Also ich glaube auch, dass unsere Vorstellung, welche auch Anpassungspotenziale auch in Baumarten stecken, ja, naja, durchaus noch in den Anfängen sind. Und insofern glaube ich,
an irgendwas muss man sich auch manchmal freuen, eben nicht an eine Landschaft ohne alte Bäume, weil, wie gesagt, allein unser heimisches Baumartenspektrum, ob wir die Relation Bergahorn, Spitzahorn nehmen, der Spitzahorn ist Trockenheit deutlich adaptiver. Ja? So, wenn wir auch die kleinstadtörtlichen Varianzen mit ansehen, ja, haben wir da, glaube ich, auch entsprechende Möglichkeiten. Also, wie gesagt, ich neige da eher neben der ansonsten, glaube ich, sehr ausgeprägten Rationalität zu einem entsprechenden Maß an Zuversicht. Ja, vielen Dank fürs Mutmachen. Das klingt zumindest nicht so dramatisch wie der Artikel, den ich hier nochmal verlinkt oder beziehungsweise eingeblendet hatte. Damit wären wir durch. Dann bedanke ich mich von meiner Seite ganz herzlich für die, naja, fast 2 Stunden, kann man sagen. Menge Input, viel Stoff. Wir wünschen unserem Wald alles Gute, würde ich mal an der Stelle sagen, in der Hoffnung, dass es sozusagen, vorwärts geht und der Waldumbau gelingt. Von meiner Seite vielen Dank. Nela, magst du vielleicht noch Abschiedsworte sagen? Ich möchte mich auch bedanken bei dem Herrn Eisenhauer und wenn Sie einfach mehr wissen wollen, gucken Sie auf unserem Kanal. Vielleicht abonnieren Sie unseren Kanal auch, wenn Ihnen das gefällt. Und ich glaube, wir sehen uns am 1. Juli wieder zu den Klimagesprächen. Genau, wir sehen uns am 1. Juli wieder zu den Klimagesprächen. Wer mag, kann sich wieder einschalten. Ich blende es am Ende nochmal ein im Abspann, wie gewohnt. Für jene, die schon die treuen Zuschauer sind, gibt es am Ende den Hinweis. In einer Woche, Donnerstag, sehen wir uns dann wieder, wer mag. Ja, mir bleibt oder uns bleibt allen ein schönes Wochenende zu wünschen. Ich danke den Zuschauern für die aktive Mitarbeit, für die Fragen und kommen Sie gut ins Wochenende. Bleiben Sie gesund und bis demnächst. Okay, Dankeschön. Tschüss.